Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu meinem allerersten Tutorial hier auf YouTube für CSGO. Ihr habt oft danach gefragt und ich dachte mir, komm, jetzt fange ich langsam mal an mit den Tutorials. Womit fange ich an? Natürlich mit meiner Lieblingsmap Cache, wie ihr hier sehen könnt. Und thementechnisch will ich heute auf diese Map die Smokes durchgehen. Alle gängigen Smokes, die man am besten kann, um mit diesem Spiel eben voranzukommen. Ich dachte, wir fangen mal die T-Smokes an. Und zwar gibt es hier schon mal direkt zu Anfang eine mittelschwere Smoke, wie ich finde. Das ist die Connector Smoke. Ihr aimt hier zwischen rein, müsst zwischen diesen zwei Streifen stehen. Während ihr auf die zwei Streifen zulauft, aimt ihr langsam an die Kante des Daches und springt, schmeißt dann, wenn ihr hier angekommen seid. Hier kurz in Aktion. So. Und diese Smoke smoket für euch eben komplett den Connector ab. Ist natürlich für Mid-Control eine echt edle Geschichte, vor allem weil man das kombinieren kann mit einer Whitebox-Smoke, die ich euch auch gleich zeigen werde. Ich mache es einfach nochmal vor, es ist mittelschwierig, finde ich, weil es eben eine Sprung-Smoke ist. Ich springe an diesem Punkt ungefähr ab hier. Also hier noch einmal, ich ziehe hier oben hin. Lauf, zieh dir hin, spring, schmeiß, schau, wo sie landet. Optimal! Hinzu kommt zu dieser Smoke, kann man natürlich auch die Smoke Wall machen, die ist sehr einfach. Ihr stellt euch hier einmal an diese Kante und aimt hier oben in diese Hälfte des Fensters. Du schmeißt eine Smoke dahin und macht das gleiche hier drüben, überkreuzt praktisch auf diese Hälfte, schmeißt. Wir gehen mal gucken. Ach Mensch, hey, die Smoke Wall, da ist sie ja. Wirklich eine edle Sache, vor allem wenn halt die Connector Smoke noch liegt und die Whitebox Smoke und ihr hier oben lang gehen wollt. Man wird euch zwar hören, ganz klar, aber man kann euch eben nicht sehen. Die nächste Smoke ist die Whitebox Smoke und die finde ich echt hart. Ihr geht hier oben drauf, ihr aimt diese Schraube an, springt Sprung, guckt nach. Und da kommt sie, und da kommt sie! Scheiße, Mann! Ja, sie ist echt sackschwer. Okay, jetzt aber, komm. Ja, da ist sie. Also, sie dobst jetzt, lasst euch von der gar nicht beirren. Das Wichtige spielt hier eh gleich anderswo die Musik. Sie dobst genau hier hin. Hier ist offen eigentlich. Und das Coole ist, der City-Mensch kann sich zwar hier draufstellen, aber er sieht nichts. Also er steht hier auf diesem Ding und kann aber noch nicht mal Richtung Vents schauen, weil man sofort verdeckt ist vom Smoke. Die müsst ihr ein paar Mal trainieren, die ist echt hart. Viele binden sich diesen Sprungwurf. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, ich glaube schon. Aber es geht eben auch einfach so von Hand. Das einfach streichen wir hier an der Stelle. Kommen wir nun zu den B-Smokes. Da fangen wir direkt mit einer an, die ich sehr cool finde. Man geht hier drauf, geht ganz an die Wand, zerschießt das Glas und schmeißt eben auf diese Schraube hier oder Niete. Und man smoket damit City komplett zu. Das ist natürlich optimal, weil ihr City aus der Sicherheit heraus smoken könnt. Gut, die Kante ist jetzt hier nicht so edel geworden. Aber man kann natürlich auch noch zusätzlich die übliche City-Smoke schmeißen, die man eben hier aus dem Laufen auf die Mitte dieser Plattform eben trifft. Ne? Also wenn man die schmeißt, die geht auch. Natürlich ist die nicht safe. Also, weil eben ein City gerne mal durchpusht, das weiß jeder. Und dann hat man hier den Salat, wenn man die Smoke in der Hand hat. Ne? Kennt jeder. Dann gibt es noch die Heaven-Smoke. Ihr croucht einfach hier hin, zielt hier hoch und denkt sich dieses Metallteil einfach hier nebendran nochmal hin, zieht auf die Mitte. Croucht ein Stück und schmeißt. Und schon hat man Heaven gesmoked. Eine recht einfache Sache, sofern man eben nicht gerusht wird. Ihr müsst aber wirklich in der Bewegung dieses Teil schmeißen. Na so, in der Crouch-Bewegung. Die ist jetzt nicht wirklich, ja. Kommen wir nun zu den A-Smokes. Ihr kennt sicherlich alle diese folgende Smoke, die praktisch Car und Highway deckt. Ihr lauft nicht über diese gelbe Linie, zieht ungefähr auf die Mitte hier, lauft eben hin. Zack, bumm. Und schon habt ihr die ganze Chose so gesmoked, dass man keine Chance hat, hier durchzugucken. Man muss wirklich yellow gehen, aber da steht ihr dann wahrscheinlich schon, beziehungsweise euer Team, und lasst alle weg. Dann gibt es hier noch eine Highway Smoke. Ihr geht einfach an dieses Gewächs oder Kabel oder was es ist ran, zielt hier oben an diese Kante, springt, schmeißt, schaut, wie das Teil wunderschön daneben fliegt. Oh, es hat sogar echt hingehauen. Normalerweise fliegt die so nicht, aber es hat auch funktioniert. Warte mal, die will ich nochmal gescheit machen. Eigentlich dobst die über dieses Dach. So, zack, bumm. Sprung, schmeiß. Nein, 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 nein. Verfolgen, verfolgen, verfolgen. Sehr gut, sehr gut. Jetzt kommt sie optimal. Das habe ich eben verworfen. Und jetzt dobst sie genau hier. So, zack, zack, zack. Und bleibt dann eben genau hier liegen. Man kann ja nicht durchschauen. Es ist optimal zu. Wunderschöner Highway Smoke. Die zweite Smoke von hier hinten gilt Quad und MBK. Ihr kommt einfach auf dieser dünneren Linie. Hier weiter oben. Zack, an die Wand. Zieht auf diese Antenne und guckt hier hoch. Hier ist so eine kleine Wolke. Man kann sie kaum erkennen. Ist ein bisschen kacke, aber sie ist da. Und ihr schmeißt da einfach aus dem Stand das Teil hin. Zack. Es stoppt da so ein bisschen hin und her. Blub. Und bleibt dann genau hier liegen. Die Smoke ist eben optimal, um AWPs auszuweichen und hier direkt raufgehen zu können. Es ist auch schön dicht, es passt alles. Und dann haben wir noch die letzte, die ist auch ein bisschen tricky. Und zwar gilt die hier für Catwalk. Ihr geht auf diesen dickeren Streifen, geht ganz an die Wand. Zielt jetzt hier direkt minimal neben diesem Teil nach oben in den Himmel. Und nutzt ein Drittel des Gesamthimmels, den ihr ja zur Verfügung habt. Ne? Schmeißt. Und das Teil kommt hoffentlich, ja? Ah! Ah! Gut an.
Und somit habt ihr eben Catwalk schön weggesmoked. Man kann ja nichts erspähen, wenn man hier durchkommt. Man ist also nackt als CT und bekommt direkt auf die Fresse. Ich zeig's euch hier nochmal. Also es ist minimal tricky mit dieser Drittelregel, weil man halt wirklich ein Auge dafür haben muss. Mal gucken, ob ich es direkt nochmal hinbekomme. So ein Drittel des Himmels. Ja. Wird schon passen. Und die kommt nochmal einen Ticken besser rein. Ja, also es ist auf jeden Fall machbar. Das waren jetzt die T-Smokes. Ich wollte T und CT erst in verschiedenen Videos machen, aber ich mache jetzt doch CT noch direkt hinten dran. Und ihr sagt dann einfach, wie es euch gefallen hat oder ob ihr so lange aufnahmefähig seid bei Tutorials. Ob es für euch überhaupt möglich ist, so lange aufzupassen. Bei CT gibt es eigentlich nur drei sehr wichtige Smokes. Und zwar gibt es einmal hier diese Mitte-Smoke, um diese Halle zu smoken. Ihr guckt einfach auf dieses Teil hier in der Mitte, diesen Boden, diese herausgerissene Tür, die glaube ich auch von hier ist. Aimt darauf, auf die Mitte, schmeißt im Laufen. Und schon habt ihr hier zugesmoked. Das ist eigentlich ziemlich kicky. Ich zeige es euch nochmal. Also ich habe ja auch keinen bestimmten Punkt. Ich aim einfach in die Mitte dieser Plattform. Lauf kurz los. Die Smoke kommt dann meistens hier auf oder hier irgendwo. Und dobst da eben perfekt rein, macht das Teil zu. Aber nicht tief drin, sondern wirklich perfekt hier am Eingang. Dafür müsst ihr aber rennen. Das müsst ihr euch merken. Ihr müsst eben das Teil aus dem Rennen machen. Dann haben wir hier noch die B-Smoke. Die ist eigentlich auch ziemlich kicky. Ihr stellt euch einfach hier hin auf dieses Kreuz oder kurz davor, weil ihr einen Schritt machen müsst. Aimt hier in die Mitte. Lauft. Also ich habe einen Mini-Schritt gemacht. Wirklich einen Mini-Schritt. Und schon habt ihr hier komplett zu. Und jetzt kommen wir zur letzten Smoke, und zwar die Smoke auf A. Ihr stellt euch einfach hier in diese Kante. Ihr lauft hier rein, dass ihr festhängt praktisch. Ihr könnt hier nicht weiter. Ich drücke die ganze Zeit W und stehe eben einfach hier drin und schmeißt die Smoke hier zwischen die Schrift. So. Und die kommt dann einfach direkt hier perfekt an. Es gibt zwar so eine winzige Kante hier unten in der Ecke, aber die kann man nicht wirklich nutzen, um etwas zu machen. Außer es steht jemand close hier. Bei Wallen sehe ich oft eine Smoke, ich schmeiße die immer von hier. Vielleicht geht das hier auch, muss man hier auf dieses Rad. Die ist jetzt, die solltet ihr euch vielleicht nicht zwingend merken. Also, weil ich sie nicht richtig mache. Wallen macht sie richtig, ich mache sie vielleicht nicht so richtig. Gut, die smoked das auch ganz gut ab. Aber es ist immer kacke, wenn die Smoke hier halt auch schon bei uns ist, weil die Tees dann hier aus dem Smoke herausbrechen können und einen zerdödeln können. Vielleicht macht Wallen das mit einem Schritt. Ich will hier nach wie vor die gleiche Schrift da oben. Schrittwurf, mal gucken. Das ist jetzt gerade Freestyle, gell? Bitte, Ah ja, guck mal. Dieselbe. Könntet ihr auch machen. Weil man natürlich Zeit spart, wie wenn man jetzt erstmal hier hingeht. So, das waren jetzt 12 Smokes hier auf der Map Cache für euch. Die 12 wichtigsten Smokes, die man machen kann. Vor allem, wenn man eben mit Premade spielt und man sich diese Smokes aufteilt, kann man da optimal was machen. Meine zwei Fragen am Ende wären noch erstens, ob euch das Tutorial gefallen hat, ob man mir gut folgen konnte, ob es verständlich war oder ob ich dann noch genauer ins Detail gehen soll. Ich werde noch diverse Sachen einblenden und ausschneiden, vergrößern dann im Editing. Deswegen kommt das Video auch leider etwas später. Und die zweite Frage, die verbunden mit einer Information ist, ich möchte alle Maps durchmachen, so. Mit Smokes und dann noch, je nachdem, wie ihr da jetzt drauf antwortet, Informationen zur Map an sich, also wie die Spots heißen und wo man am besten oder am ehesten abaimen soll. Meinen Erfahrungen nach. Also wo Leute stehen können, solche Gauner-Spots, wo sie eben gerade rumcampen sind und wie eben die ganzen Sachen heißen. Wollt ihr sowas oder findet ihr das unnötig und soll ich einfach direkt mit einer anderen Map weitermachen und da eben die Smokes machen? Also was als nächstes kommt, liegt praktisch in eurer Hand. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ich verstecke mich jetzt in der Halle. Ach, hier kann man gar nicht laufen. Ich gehe ins Auto rein. Super. Der Spot ist super geil zum Legen hier hinten, ne? Da kann ich die Bombe hier legen, das ist total krass. Das ist total krass. Hier lege ich die Bombe am liebsten hin. Der Trick ist, ihr müsst die Bombe hier hinlegen.